Und dass wir Tonart an diesem Montagnachmittag mit einem Finale, mit einem Ende beginnen, soll kein Hinweis darauf sein, dass wir uns eigentlich schon insgeheim auf das Ende dieser Woche freuen. Überhaupt nicht. Auf diesen Montag habe ich persönlich mich schon das ganze Wochenende gefreut. Denn wir haben Besuch im Tonartstudio. Eine ganz außergewöhnliche Pianistin, Anna Maria Markowina. Außergewöhnlich deshalb, weil sie eben nicht nur eine sehr gute Pianistin ist, sondern eine, der das Hirn mindestens genauso wichtig ist wie die Finger. Hirn und Musik gehören zusammen für Anna Maria Markowina. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Neuropsychologie und Kognitionswissenschaften, weil sie glaubt, dass Leben und Persönlichkeit von Komponisten eine ganz wichtige Rolle auch für deren Werke spielen. Anna Maria, schön, dass Sie da sind. Hallo Julia. Das klingt ziemlich spannend, wenn man das zum ersten Mal hört aus Ihrer Biografie. Ist das wirklich so, dass Sie quasi alle Komponisten oder die Werke, die Sie spielen, vorher auf die Couch legen und psychologisch durchleuchten? Ja. Nein, nicht auf die Couch legen, aber also spannend ist das Gebiet unglaublich. Und diese Komponisten, mit denen ich arbeite, die versuche ich natürlich zu verstehen. Die Neuropsychologie hilft dabei, aber das ist jetzt nicht in erster Linie die Arbeit an den Komponisten oder an deren Biografien, sondern das bezieht sich noch auf ganz andere Themen, die wir nachher vielleicht ansprechen können. Was die Komponisten angeht, so ist es mir unglaublich wichtig, den Menschen zu verstehen, in seiner Umgebung, in seiner Zeit, in seiner Eigenart. Karl Philipp Emanuel Bach ist so ein Komponist, mit dem Sie sich schon sehr lange, sehr eingehend beschäftigen. Ja. Was finden Sie an dem so besonders interessant als Menschen? Als Menschen, Karl Philipp. Oh, Sie kennen ihn ja gar nicht eigentlich. Oh, doch. Nein, er ist mein Held. Also Karl Philipp und seine Besonderheit. Sie müssen sich vorstellen, er war ein Revolutionär. Wenn ich mir seinen Lebensweg ansehe, dann erstarre ich vor Bewunderung. Dieser Mensch hat sich von seinem Übervater Johann Sebastian Bach emanzipiert, hat eine eigene Klangsprache gefunden, eine vollkommen eigene Sprache, also nicht ein bisschen anders oder weiterentwickelt, sondern etwas völlig Neues. Und er hat damit den Weg geebnet für alle, die nach ihm kamen. Also er war ja auch zu seiner Zeit der große Bach, das war ja gar nicht mehr sein Vater. Mhm. Er war der große Bach, aber wenn Sie sich ansehen, wie er gelebt hat, unter welche Demütigungen er tragen musste, ja, es gibt dieses berühmte Bild, Flötenkonzert auf Sanssouci von Menzel, ja, wo er am Klavier sitzt und Friedrich der Große Flöte spielt. Und sehen Sie sich mal dieses Bild an und den Gesichtsausdruck von Karl Philipp. Der ist wissend, leidgeprüft und auch arrogant, herablassend, ertragend, gedemütigt und trotzdem voll des Bewusstseins um sein eigenes Können. Sehr beeindruckend. Und wie schlägt sich das in seiner Musik nieder? Sind viele Aspekte, wenn ich die jetzt alle aufziehen soll. Also zum einen ganz viel Humor, aber damit sollte ich gar nicht anfangen. Gleich komme ich zum Humor. An erste Stelle setzt er das persönliche Empfinden. Es ist ja der empfindsame Stil. Und Bach, der Vater, hat seine Musik in den Dienst Gottes gestellt. Es gab kein Ich, sondern es gab nur den Dienst, die Pflicht, die Huldigung. Karl Philipp sagt, ich fühle, ich bin, und schreibt sehr subjektiv, persönlich. Also er schreibt ganz ungewöhnliche Sachen. Er schreibt Harmonien, die man so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er schreibt Affekte, er schreibt Traurigkeit, er schreibt Intimität und er schreibt Humor, womit ich beim Humor bin. Und das ist ein ganz besonderes Element in Karl Philipps Musik. Im dritten Satz der Sonate hört man ein bisschen was davon. Dann freuen wir uns jetzt da schon mal drauf. Anna Maria Markowina live im Tonartstudio spielt sie jetzt Karl Philipp Emanuel Bach nicht auf dem Cembalo, nicht auf einem Konzertflügel, wie es sonst tut. Live im Tonartstudio haben wir nur stehen unser Live-Tonart-Klavier, aber darauf hören wir ihn jetzt, den Karl Philipp Emanuel Bach aus seinen württembergischen Sonaten, die Nummer 4. Bitteschön. Thank you.
die Württembergische Sonate Nummer 4 in B-Dur von Karl Philipp Emanuel Bach, gespielt von Anna Maria Makowina, live, das muss ich nochmal betonen, im WDR3-Tonartstudio auf einem Klavier. Und wer das nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, kann das tun auf wdr3.de, ist unsere Webcam eingeschaltet. Da gibt es dann auch Bilder mit Impressionen hier aus dem Studio.